Bitte einsteigen. Treppe entfernt sich selbstständig. Simulationsprogramm startet. Und Triebfahrzeugführer Ronny Höger aus Groß-Umstadt ist im 7. Lokführerhimmel. Technisch gesehen hat sich natürlich sehr viel getan. Wir haben jetzt ganz moderne Displays, die wir mit Touch bedienen können. Ein ganz modernes Bremssystem, sehr direkte Bremse. Da ist schon sehr viel passiert, wenn ich an den ICE 1 denke von 1991. Mit 250 Sachen durch die Kurve auf elektromechanischen Hubfedern. Auch hier kein Vergleich zu 1991. Instruktor Christoph Grösch hat die Kontrolle und sorgt für Unvorhersehbares. Regen, Schnee, simulieren kann er so ziemlich alles. Aber in erster Linie fahren wir sicher, dann fahren wir pünktlich und dann erst auch vorausschauend, um Energie zu sparen. Das ist zwar nur Teil der Kür, aber trotzdem wichtig. Den 670-Tonnen-Koloss sparsam zu bewegen, das kann Ronny Höger nur hier üben. Geschickt bremsen und rollen lassen. Ich kann hier schon die Streckenverhältnisse nutzen. Wenn das leicht fällt, kann ich die Zugkraft abschalten und kann den Zug rollen lassen. Also frühzeitig abzuschalten, beziehungsweise die generatorische Bremse des Fahrzeugs zu nutzen und die gewonnene Energie wieder zurückzuspeisen. Auf diesem Display sieht der Lokführer, wie viel Energie er gerade spart. Es ist ein Teil der Simulation und des Trainings, nicht des Spiels. Das sagt hier niemand. Nein, spielen, ich glaube, da erstens einmal sind die Einrichtungen zu teuer dazu. Und unser Training zielt auf die Realität ab und somit auch auf die Ernsthaftigkeit. Jetzt wird Ronny Höger noch einmal überrascht. Er soll eine Vollbremsung einleiten. Handlungssicherheit, wichtig für ihn, auch nach 25 Dienstjahren auf dem ICE. Störung, Störung. Und so klingt Vorfreude auf den nächsten Einsatz im echten ICE 4. Die Ausstattung der Bremsausrüstung ist eine andere als bei den Vorgängermodellen der ICE-Serie. Die wirkt sehr direkt. Und dadurch kann ich hier bremsen und der Zug reagiert ähnlich wie ein PKW. Ja, und da ist der Lokführer 90-300. Jawohl, ich kann wieder vor Max fahren. Alles klar. Dankeschön, tschüss. VMAX heißt volle Fahrt. In 2 Stunden hat Ronny Höger die Strecke Fulda-Würzburg in der Simulation zurückgelegt. Planmäßig im echten ICE 4 hätte er dafür nur 1 Stunde gebraucht.